Nikon-Content ist hier auf dem Kanal leider noch recht selten. Aber heute gibt's was nicht nur für Nikon-Fotografen richtig interessant ist, denn ich hatte einen Monat lang Zeit, um mir die Nikon Z9 genauer anzuschauen, sie auszuprobieren und mit ihr zu arbeiten. Meine Erfahrung aus dieser Zeit mit dieser richtig beeindruckenden, geilen Kamera gibt's in diesem Video. Ich bin's David, ihr schaut DaVision und Film ab. Ach ja, wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, lasst Like, Abo und vielleicht einen Klick auf die Glocke da und schaut natürlich auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Nach der Sony Alpha 1 Anfang 2021 und der Canon R3 Ende 2021 habe ich nun auch die letzte der drei großen Flaggschiffe ausprobiert, die Nikon Z9. Klar wäre jetzt so ein kleiner direkter Dreiervergleich richtig geil gewesen, aber ich glaube, ich kann euch auch so aus meinen Erfahrungen mit allen dreien im Vergleich berichten. Die Nikon Z9 wurde ja Ewigkeiten von Nikon angeteasert, so wie man das heute macht. Die Leute wurden heiß gemacht und die Frage ist natürlich, ob die Kamera dann auch das hält, was versprochen wurde. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Vielleicht passt es ja auch jetzt ganz gut, wo die Kamera dann langsam wirklich verfügbar sein soll. So nach über einem Jahr? Die Nikon Z9 ist eine Profikamera in einem Profikamera-Body. Sie ist groß und sie ist schwer. Auf den ersten Blick würde man denken, die Z9 und R3 haben einen ähnlichen Formfaktor, aber die Z9 ist nochmal ein etwas größer und mit 1,34 Kilo statt nur 1,04 Kilo auch nochmal 300 Gramm schwerer. Also sprich 30% schwerer. Das hilft aber wohlgemerkt auch bei der Größe der Nikon 2.8er Zoom-Objektive. Nikon hat mit dem 24-70-2.8 und den 70-200 2.8 nämlich richtig große Linsen im Programm, die sie mir auch für den Zeitraum des Kameratests zur Verfügung gestellt haben. Und Michas 35-1.8 kam auch für die ein oder andere Sache zum Einsatz, meistens um Studio-Videos mit der Z9 hier zu filmen. Der Body hat natürlich, wie es sich gehört, einen integrierten Hochformatgriff mit doppelten Bedienelementen. Ich persönlich denke, dass das für so eine Kamera mit dieser Zielgruppe genau das Richtige ist. Ich bin selbst in meinem Alltag kein Fan davon. Nein, ist mir zu groß. Schon allein, weil so eine Kamera eben deutlich schwieriger in einem Rucksack zu verstauen ist. Aber ansonsten mag ich das sehr gerne, gerade für diesen Profibereich, wo man schwerere Objektive damit halten muss, wie zum Beispiel ein 400-2.8 oder sowas. Probiert das mal mit einer kleinen Alpha 1. Ja. Aber schauen wir erstmal, was diese Kamera so alles ausmacht. Und das wäre natürlich vor allem der Sensor und alles, was damit zu tun hat. Die Z9 besitzt einen 45 Megapixel auflösenden Vollformatsensor, der so ziemlich alles zu bieten hat, was man erwarten kann. Er ist rückseitig belichtet. Das sind die Nikon-Sensoren schon länger. Ja, werden ja auch von Sony gebaut. Und er ist stacked. Zum ersten Mal bei Nikon. Das heißt mit RAM, Speicher, direkt hinten auf dem Sensorchip. Und das sorgt für eine richtig schnelle Auslesegeschwindigkeit. Und Nikon hat dabei so viel Vertrauen in diese Technik und in diese Geschwindigkeit des Sensors, dass man einfach mal fix komplett den mechanischen Verschluss weggelassen hat. Es gibt keinen mechanischen Verschluss in dieser Kamera. Es gibt keinen Vorhang, der vor den Sensor fährt und so die Bildaufnahme beendet oder beginnt. Wobei einen Vorhang gibt es schon, aber der dient einzig und allein zum Staubschutz oder zum Schutz des Sensors und er ist im Vergleich zu den zarten Lamellen des mechanischen Shutters aus robusterem Material und das finde ich eine richtig gute Lösung. Da die Z9 den Shutter gleich ganz weglässt, gibt es zum Beispiel auch schon mal das Problem nicht, was die Alpha 1 bei EFCS hatte, also elektronischem ersten Verschlussvorhang, mit diesen abgeschnittenen Bokehkreisen. Denn in der Alpha 1 gab es eben keinen vollmechanischen Shutter mehr, sondern immer nur der erste Verschlussvorhang war elektronisch, der zweite mechanisch. Da solche Kameras mit elektronischem Verschluss auch deutlich schnellere Verschlusszeiten erreichen können als die gewohnten eine 1/8000stel Sekunde, kann die Z9 auch mit einer Verschlusszeit bis runter zu einer 32.000stel Sekunde belichten. Sorry. Die R3 kann sogar eine 64.000stel Sekunde. Sowas ist gerade tagsüber bei Sonnenlicht, bei Offenblende super praktisch. Die Z9 kann hier aber was, was die anderen nicht können. Ihre native minimale ISO liegt nämlich bei ISO 64. Also 2/3 Stufen weniger als ISO 100. Und so kann man auch nochmal die Menge des aufgenommenen Lichtes reduzieren. So ein Stacked-Sensor, der ist schnell. Das merkt man einerseits an der Serienbildgeschwindigkeit und andererseits am Rolling Shutter. Bei den Serienbildern ist die Z9 etwas langsamer als die R3 oder Alpha 1. 20 Bilder pro Sekunde sind hier mit voller Auflösung als RAW-Bilder das Maximum. Ja, weniger toll
oder großartig schlimm ist das aber bei weitem nicht. In der Praxis macht man mit dieser Kamera sowieso immer mehr Bilder, als man eigentlich will, weil die Z9 in diesem Modus nicht pufferlimitiert ist, selbst bei RAW-Bildern nicht. Schnelle CFexpress-Karte rein, los geht's, so gut wie endlos lange Auslöser gedrückt halten und Fotos machen. Krass. Noch schneller geht's mit der Z9 aber auch. Jedoch nur dann als JPEG-Bilder. Dann kann man entweder die volle Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde als JPEG fotografieren oder mit bis zu 120 verdammten Bildern pro Sekunde als 11-Megapixel-Bild. Ja, man kann dann aus dieser abartig endlosen Menge an Bildern aussuchen, welches einem am besten gefällt. Das ist Slow-Motion-Video nur als Serienbilderfotos. Einziger Nachteil? Der Modus lässt sich ein wenig schwierig erreichen über die Tasten oben auf diesem linken Wahlrad. Fand ich jetzt nicht so intuitiv. Und wie gesagt, der zweite große Vorteil dieses schnellen Sensors, Rolling Shutter. Denn der ist hier nicht, niemals zu erkennen. Punkt, aus, Ende. Egal ob schnelle Bewegungen mit Sport wie BMX, verzerrte Bilder gibt es nicht. Die Z9 hat im letzten Winter beim Biathlon sogar Gewehrkugeln im Flug eingefangen. So schnell ist dieser Sensor. Ja, und damit so einem schnellen auslesbaren Sensor auch Blitzen möglich ist, etwas, was man bis vor einem Jahr nur mit mechanischem Verschluss gemacht hat, ja, vergisst man den mechanischen Verschlussvorhang vor diesem Sensor hier gar nicht mehr. Einzig und allein das künstliche Auslösergeräusch, das ist nicht vergleichbar und auch ein bisschen zu leise im Vergleich zu einem echten Shutter. So ist das zum Beispiel für Models vor der Kamera ein bisschen schwierig, weil das Feedback fehlt, wann der Fotograf jetzt gerade das Bild aufgenommen hat. Ja, das ist aber in vielen anderen Situationen natürlich auch wieder ein mega Vorteil, wenn es eben leise sein soll. Standardmäßig ist übrigens immer dieses Fake-Auslösergeräusch aktiviert. Wenn man dann komplett silent aufnehmen will, muss man das erstmal anschalten. Dieser Verzicht auf den Verschluss ist natürlich eine echte Innovation. Ich habe immer gedacht, dafür brauchst du erst Global Shutter Sensortechnik. Denn auch die Dynamik hat bisher bei rein elektronischen Auslesen von Kamerasensoren immer leicht gelitten, verglichen zu mechanisch verschlossenen Kamerasensoren. Aber hier geht das erstaunlich gut. Und viel zu meckern an der Bildqualität gibt es absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Vollformat mit 45 Megapixel ist jetzt sicher kein Lowlight-Beast, aber schlägt sich hier richtig respektabel. Der Sensor bietet dafür alles, was man braucht. Er ist wie gesagt rückseitig gepflichtet, hat wohl auch Dual-ISO und ist ISO-invariant. Was will man mehr? Und Lowlight, das kann das Ding. Alles bis ISO 51200 ist eigentlich vollkommen problemlos, ohne Bedenken nutzbar. Und dieses von Sony bekannte und sehr unbeliebte bunte Kriseln bei hohen ISOs sieht man hier absolut nicht. Das Rauschen sieht richtig schön und analog aus und gefällt mir ausgesprochen gut. Und mit modernen Softwaremöglichkeiten holt man da sicher auch noch eine Menge an Schärfe raus, wenn man will. Also wie gesagt, bis ISO 51200, das sage ich, weil es dann so ein unschönes Banding in meinen Testaufnahmen gab. Ja. Dual ISO wird hier nicht offiziell von Nikon vermarktet, aber bei meinen ISO- und Dynamiktests ergab sich, dass ISO 800 mit einer Stufe Unterbelichtung nachträglich korrigiert ein cleaneres Bild als ISO 400 mit zwei Stufen Unterbelichtung nachträglich korrigiert ergibt. Während ansonsten alle getesteten Stufen miteinander vergleichbar sind, also eingestellte ISO-Performance und was man eben nachträglich machen kann. Und wenn das beides zusammenpasst, dann ist der Sensor eben ISO-invariant. Sollte auch so sein. Bei den Dynamiktests bzw. den RAW-Spielraum gibt es an den korrigierten, unterbelichteten Bildern wie gesagt rein gar nichts zu meckern. Die Details bleiben erhalten, die Farben passen und selbst Treiblenden lassen sich vollkommen problemlos aus fast jedem zu dunklen Bild rausholen. Bei Überbelichtung sieht das natürlich immer anders aus, denn was ausbrennt, kann nur seltenst zurückgeholt werden. Gerade bei diesem Thema hatte die Z6 II mich im großen Kameravergleich etwas enttäuscht, weil selbst bei zwei zurückgeholten Blenden Überbelichtung schon richtig viele Bildinfos verloren gegangen waren und die R6 und die A7 IV das besser gemacht haben. Die Z9 macht besser als die Z6 II und das Zurückholen von zwei Blenden Überbelichtung aus einem zu hellen Bild kann man mit einem minimalen Verlust an Bildinformationen hinbekommen. Drei Blenden zu hell wiederholen kann leider keine Kamera. Da gehen die Farben dann komplett flöten und das Histogramm wird abgeschnitten. Leider. Die Bildqualität der Z9 war dabei eigentlich in absolut jeder Hinsicht einwandfrei. Ich habe so ziemlich alles damit fotografiert, was mir in den Sinn kam. Porträts natürlich, Tiere, Sport, Alltag,
Family natürlich auch, ja, mit so einem Brocken, aber musste sein, na klar, ich nehme die Kamera dann einfach immer mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin. In Sachen Farbwiedergabe haben die Nikon-Bilder wahrscheinlich die natürlichste Farbwiedergabe, die ich bisher gesehen habe. Auch wenn ich die etwas wärmeren Farben von Canon persönlich noch etwas bevorzugen würde, ist das aus der Nikon deutlich besser als das, was man in der Sony sieht, und es ist richtig, richtig schick. Der Sensor ist natürlich auch hier wieder in der Kamera stabilisiert, sogenanntes IBIS. Das hilft dabei, Objektive, die nicht stabilisiert sind, zu stabilisieren. So verzichtet Nikon bei seinen meisten Objektiven, die nicht gerade Telelinsen sind, nun komplett auf einen im Objektiv verbauten Bildstabilisator und verlässt sich dabei komplett auf die Kamera. Da fragt man sich dann aber schon das eine oder andere Mal, ob die einen 24-70-2.8 dann wirklich so groß bauen müssen. IBIS arbeitet in der Praxis sehr gut, steht aber leider etwas schwächer da als zum Beispiel Canons Lösung, die IBIS und IS in vielen RF-Objektiven kombiniert, weil ja, diese Kombination macht einfach den Unterschied und IS im Objektiv haben bei Nikon eben nur die allerwenigsten Linsen. Wo Nikon in der nächsten Generation, also dieser Z9-Generation, noch am meisten Verbesserungspotenzial hatte, war der Autofokus. Denn Z6 II und Z7 II waren da leider weit, weit, weit entfernt von der Konkurrenz. Und die Z6 II hat in dieser Hinsicht gegen Canons R6 oder die A7 IV von Sony keinerlei Land gesehen in meinem kleinen Dreiervergleich. Und Autofokus, das ist der Punkt, bei dem Nikon in der Vermarktung und dem Anteasern der Z9 wahrscheinlich am meisten Wert gelegt hat. Leider gab es da gerade am Anfang einige Berichte, die nicht so wirklich zufrieden und überzeugt davon waren. Aber zum Glück teste ich die Z9 ja jetzt erst nach mehreren, sogar ziemlich dicken Firmware-Updates und ich muss sagen, dass ich mit dem Autofokus absolut keinerlei Probleme hatte. Ganz im Gegenteil, ich denke, das hier ist der derzeit beste Autofokus auf dem Markt oder einer der besten. Mal sehen, wie lange noch. Das liegt nicht nur daran, dass der Autofokus nahezu immer das Motiv richtig erkennt, findet und trifft, sondern auch daran, dass Nikon es schafft, automatisch zwischen Menschen, Tieren und Fahrzeugen umzuschalten. Oh, okay, das klingt jetzt nach einer Kleinigkeit, aber dass man immer erst den richtigen Modus auswählen muss, je nachdem, was man jetzt vor der Linse hat, das kann schon das eine oder andere Mal richtig, richtig nerven. Aber schauen wir uns mal ein paar Suchervideos aus der Z9 an. Beeindruckend im Vergleich zur Z6 II ist hier, dass die Z9, gerade wenn das Motiv kurz aus dem Bild wandert und dann wieder zurückkommt, fast augenblicklich wieder weiß, wo die Musik spielt. Gesicht und Augen werden sofort wieder gefunden und verfolgt. Selbst bei schnellsten Bewegungen wie Michas Balztanz hier oder auch beim BMX-Shooting. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Bei Tieren gibt es endlich mehr als nur Hunde und Katzen. Und man schafft es gleich auf ein ähnliches Niveau wie Canon. Also man überholt Sony an dieser Stelle, denn man kann nicht nur Augen von Tieren erkennen wie bei Sony, sondern Köpfe, Körper, Hinterteile, das ganze Tier und so weiter und so fort. Und das wird Wildlife-Tierfotografen, die auf Nikon setzen, freuen. Und auch wenn es etwas gemütlicher zugeht, wie bei einem normalen Portrait-Model-Shoot, trifft der Autofokus immer und zuverlässig. Und ich habe rein gar nichts daran auszusetzen gehabt. Selbst dieses nervöse Zucken, was man bei der Z6 II durch die wenigen Autofokuspunkte hat, das ist hier deutlich besser. Wobei man an diesem Punkt dann doch noch einen kleinen Nachteil zur Konkurrenz spürt, denn während man das Gefühl hat, dass die Berechnungen eigentlich immer passen und das Auge verfolgt wird, sieht man das eine oder andere Mal dann doch, dass diese nur 493 Fokusmessfelder weniger sind als in Canons R3 oder Sonys Alpha 1 oder auch in der A7 IV oder. Zu wenig kann man nicht unbedingt sagen, da der Autofokus offensichtlich immer ordentlich trifft, aber man sieht manchmal den Punkt, der auf dem Auge sein soll, eben doch unter dem Auge, ja, weil da einfach momentan kein besser passender Autofokuspunkt da ist, der da liegt, wo wirklich das Auge ist. Aber wenn selbst eine Canon R7 oder Canon R10 mehr Autofokuspunkte haben als eine Z9, dann bleibt das so ein fader Beigeschmack, auch wenn es in der Praxis richtig gut funktioniert. Trotzdem ist das auch ein riesiges Upgrade für Nikon. Man hat quasi den Punkt, wo man nicht gut war, zu dem Punkt gemacht, wo man richtig wirklich gut ist. So, jetzt aber bitte mehr davon in der nächsten Generation von Z7 und Z6. Was auch sehr schön ist, Nikon hat einen manuellen Fokusassistenten, ähnlich wie man das von Canon kennt. Finde ich richtig gut. Ich frage mich, wieso Sony das noch nicht hat. Gepaart mit dem richtig ordentlichen Peaking, was die Z9 auch hat, ist das für manuellen Fokus richtig, richtig cool, was auch wiederum für Video gilt.
Diesen Sprung in Sachen Autofokus konnte Nikon nur mit Hilfe des neuen Prozessors machen. Ja, dieser X-Speed 7 ersetzt die beiden X-Speed 6 aus den älteren Kameras und bietet mehr Power und vor allem auch das, was der Z6 II im Vergleich zur Konkurrenz eben gefehlt hat. Nicht nur beim Autofokus, sondern auch videoseitig gibt es hier viel mehr Power, viel mehr Codecs und so weiter und so fort. Dazu kommen wir aber später gleich. Was interessant ist, ist, dass Nikon hier keine Kompromisse eingeht. Also die Kamera scheint kaum in irgendeiner Hinsicht irgendwo limitiert zu sein. Neben einem schnellen Prozessor gibt es viel Puffer, um die Bilder zwischenzuspeichern. Und noch dazu eine richtig dicke Anbindung an die Speicherkarten. So dass die ganze Pipeline keinen Flaschenhals hat. Das merkt man nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videos. Und dazu kommen wir jetzt. Während Nikon das schon bei der Z6 I und der Z6 II mehr oder weniger gut versucht hat, ist die Z9 auf dem Papier eine waschechte Videowaffe. Aus dem 45-Megapixel-Sensor kann 8K-Video rausgeholt werden. Nicht nur als HEVC-Video, sondern seit Anfang 2022 mit Firmware 2.0 auch als RAW-Video mit bis zu 60 FPS. Und das nicht nur extern oder so, sondern intern aufgezeichnet auf die CF-Express-Karte als NRAW. Übrigens, ein neues Format gab es vorher noch nicht. Das hat Nikon einiges an Ärger eingebracht, weil sie damit Red als Patenthalter der integrierten, komprimierten RAW-Videoaufzeichnung gegen sich aufgebracht haben. Aber anscheinend möchte Nikon das Patent anfechten und es darauf anlegen, so wie einige andere zuvor das auch schon probiert haben. Bei NRAW wird auch immer ein Full-HD-Proxy-File mit aufgenommen, was sehr praktisch werden kann. Aber NRAW ist natürlich nicht die einzige Option. Die Nikon Z9 kann sogar internes ProRes RAW aufzeichnen. Ja, Apples ProRes RAW intern. Es gibt nur eine Handvoll Kameras, die das überhaupt können und so auch nur eine Handvoll Hersteller, die bereit sind, Apple dafür die nötigen Lizenzgebühren zu zahlen. Aber leider nicht mit 8K, sondern nur mit 4,1K und ohne Downsampling vom Sensor. Das heißt, in schlechterer Bildqualität. Ja, aber dafür halt ProRes RAW. Wer es braucht? Naja, wer bessere Qualität, aber kein RAW haben will, kann intern hier natürlich auch noch auf das normale Apple ProRes mit 4K Auflösung und bis zu 60 FPS zurückgreifen. Geil. Mit Downsampling von der ganzen Sensorauflösung, versteht sich natürlich. Und modernes HEVC, ja, und altes, angestaubtes, aber noch verlässlich abspielbares H264 gibt es natürlich auch. Können wir uns auch mal bitte darauf einigen, dass bald jede neue Kamera einfach gleich ProRes direkt intern auf die CF-Express-Karte speichern kann? Ja? Danke, okay. Dazu gibt es noch in all dieser Modi die Wahl zwischen HDR, Normal oder N-Log. An Optionen fehlt es der Z9 in dieser Hinsicht absolut nicht. Und 422 Subsampling oder 420 Subsampling steht in vielen Fällen auch zur Wahl. Das klingt alles richtig, richtig gut und ist es auch. Sehr positiv ist mir aber auch, dass per Firmware-Updates Profi-Features wie Waveform oder Vectorscope in die Kamera integriert wurden. Geil. Das zeigt den Anspruch, den Nikon mit dieser Kamera verfolgt und verfolgen will. Und wobei man das auch gemerkt hat, sind die Farben. Ich habe ein paar meiner Videos hier auf dem Kanal mit der Z9 gedreht und bekam Kommentare, dass den Leuten der Videolook besser gefällt mit der Nikon. Für mich war da Canon bisher der deutliche Sieger gegenüber meinen Sony-Kameras. Nikon schafft es für mich jetzt auf ein Level mit Canon. Ich habe nach den Kommentaren aber auch noch ein bisschen an meinem Canon-Grading gearbeitet, so dass die Farben aus der Z9 jetzt nicht mehr die besten sein sollten, sondern wieder meine Canon-Farben, ja. Okay, also die Farben aus der Z9 sind sehr schön und ordentlich natürlich. Besonders gefällt mir hier wieder das Flat-Farbprofil zum Filmen, denn es muss nicht immer Log sein. Ich bin absolut kein Fan von Log-Aufzeichnungen und vermeide es, wenn es geht, weil es eigentlich oft mehr Probleme macht, als es Vorteile bringt. Das Flat-Farbprofil ist genau das Richtige. Es braucht nur ein bisschen Kontrast, ein bisschen Sättigung und fertig. Und trotzdem bietet es einen richtig guten Spielraum. Ich habe eigentlich drei Kritikpunkte an den Video-Features der Z9. Und zwei davon haben eigentlich nichts mit der Videoaufnahme zu tun. Was ich mir noch gewünscht hätte an der Z9 wäre DCI 4K. Denn alles in der Z9 ist nur 16:9 Video. Und das, obwohl der Sensor mit seinen 45 Megapixel, genau wie der Sensor der R5 oder R5C, auch DCI 17:9 von der gesamten Breite aufnehmen könnte. Es aber nicht macht. Die anderen beiden Dinge betreffen die Audioaufnahme. Denn der Vorverstärker in der Z9 hat mir im Einsatz hier einige Probleme bereitet. Wie schon der in der Z6 II mir und Micha auch. Ich habe die Z9 in der Zeit, die ich sie hier hatte, für einige Videos verwendet und jedes Mal hatte ich ziemliche Probleme mit der Tonspur, die die Kamera aufgezeichnet hatte.
Ach ja, wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, Like, Abo und vielleicht die Glocke nicht vergessen, macht für mich nämlich einen riesigen Unterschied im YouTube-Algorithmus. Die war zwar nicht übersteuert, aber sie war qualitativ schlecht. Richtig schlecht. Und ich war bei jedem einzelnen Mal froh, dass das DJI-Mic, was ich verwendet habe, auch noch intern aufgezeichnet hat und habe dann stattdessen die Aufzeichnung aus dem Sender verwendet. Das Grundrauschen ist in den Z9-Aufnahmen sehr hoch und die Qualität so schlechter als alles, was ich sonst nutze. Und ja, im Menü hatte ich das auch ordentlich eingestellt. Ähnliche Probleme bei Sony oder Canon habe ich noch nie gehabt. So, das ist jetzt das VideoMic Go 2 auf der Nikon Z9 und da hören wir jetzt mal rein, wie das da so klingt. So, das ist jetzt die Canon R5C mit dem Rode VideoMic Go 2 und da hören wir jetzt mal rein, wie das hier so klingt. Und der Z9 fehlt leider auch noch ein moderner Zubehörblitzschuh, wie ihn Sony seit Ewigkeiten hat und Canon ihn nun seit der R3 auch hat. Denn so ist die Z9 die einzige derzeit aktuelle Flaggschiffkamera, an der man kein XLR-Audio-Interface anschließen kann. Also es geht schon, aber nicht über ein digitales Interface auf dem Blitzschuh, sondern nur über Klinke und dann eben auch über den Vorverstärker. Und wie schlecht der ist, habe ich euch ja gerade erklärt. Naja, dann braucht man auch kein XLR, wenn man es dann so mies hat. Und bei all dem Fortschritt in dieser Kamera wirkt das sehr rückständig, dass es sowas hier eben nicht gibt. Und gerade auch bei dieser Ausrichtung auf Video wäre das doch sehr wichtig gewesen. Der Body der Nikon Z9 ist natürlich schon irgendwie klar mit seiner Größe auch vollgepackt mit Anschlüssen. Denn neben Mikrofon und Kopfhörerklinke gibt es USB-C inklusive Power Delivery, Stromversorgung, einen Full-Size HDMI-Anschluss, yeah. Und wie man an der Profi-Sportkameras üblich hat, einen LAN-Netzwerkanschluss mit Gigabit-Geschwindigkeit. Der Akku steckt, auch wie man das in solch großen Kameras gewohnt ist, unten im Hochformatgriff. Das Ding heißt ENEL18D und fasst 3300 mAh bei 10,8 Volt, also ein 3-Zellen-Akku. Mit 35 Wattstunden ist er so circa doppelt so groß wie die kleineren Akkus von Sony oder Canon. Ja. Das SEPA-Rating der Z9 in Sachen Akkulaufzeit lässt aber irgendwie zu wünschen übrig. Nur 770 Bilder aus diesem riesen Akku und das kommt beim besten Willen nicht hin. Bei mir war es eher so, dass ich mir über das Aufladen des Akkus rein gar keine Gedanken gemacht habe. Das lief und lief und lief und irgendwann, als ich dann nur noch einen Strich gesehen habe, habe ich dann mal USB dran gesteckt und dann lief's und lief's und lief's. Ich glaube, ich habe die Kamera einmal leer gemacht und einmal aufgeladen innerhalb von einem Monat und tausenden Fotos. Wieso das Rating so niedrig ist? Tja, keine Ahnung, zeigt nur wieder, dass diese Ratings eigentlich keine Aussagekraft haben. Für mich hatte die Z9 eine bessere Akkulaufzeit als die Sony Alpha 1 sowieso und als die Canon R3, die wohlgemerkt auch so einen großen Akku hat, auch. Was mir an der Z9 auch richtig gut gefallen hat, ist das Display. Das ist erstmal 3,2 Zoll groß, also schon größer und es ist klassisch klappbar, aber durch einen cleveren seitlichen Klappmechanismus auch im Hochformat nutzbar. Kennt man zum Beispiel früher von der Fuji X-T3. So bleibt es auf der optischen Achse, hat aber deutlich weniger Nachteile als zum Beispiel das Display in der Alpha 1. Da ich viel Video aufnehme und bodennah arbeite, ist mir ein Display wie in der R3 zwar lieber, aber ich kann auch verstehen, warum man es nicht möchte. Mit so einem hier wie in der Z9 könnte ich theoretisch auch leben. Einziges Problem war bei mir, dass ich immer wieder beim einfachen Anwinkeln des Displays das Ganze seitlich ausgeklappt habe, aber das ist bestimmt eine Übungssache, so Muscle Memory mäßig. Der Sucher der Z9 ist dabei nichts derart Besonderes und hat auch schon von vielen Seiten anfangs etwas Kritik abbekommen. Anfangs einfach, weil er in seiner Auflösung der Konkurrenz etwas hinterherhinkt, denn er bringt es nur auf 3,7 Millionen Punkte und auch, weil er zur Release der Kamera nur 60 Hertz Bildwiederholrate konnte. Das ist nicht viel, gerade für so eine Sportkamera. Das wurde dann aber relativ schnell per Firmware behoben und nun kann er 3,7 Millionen Punkte, 120 Hertz und das mit einer größeren Suchervergrößerung als bei Canon, fühlt sich das gar nicht mal so verkehrt an. An Sonys Supersucher kommt er aber leider weiterhin nicht ran. Und was mich am Sucher der Z9 dagegen auch sehr stört, ist nichts Technisches, sondern das Ding ist einfach nicht besonders bequem. Das ist kein Vergleich zum Beispiel zum superweichen, nicen Sucher an der R3. Keine Ahnung, wer sich das gedacht hat, dass da so ein harter Gummiring die richtige Wahl wäre, aber nein, ist es nicht. Hätte ich so eine Kamera, dann wäre das das erste Zubehörteil, was ich mir kaufen würde. Abgesehen davon gibt es aber auch hier wieder das aus den anderen Nikon-Kameras bekannte Schulterdisplay, was euch allerhand Einstellungen anzeigen kann.
Die Bedienung der Kamera hatte für mich Licht und Schatten. Denn einerseits gibt es wirklich massiv viele Bedienelemente. Und andererseits irgendwie auch nicht genug. Denn die Sache mit dem ISO-Knopf bei Nikon ist etwas, was mir einfach Fingerverrenkungen abfordert. Also den Zeigefinger vom Auslöser so weit nach hinten auf die ISO-Taste bewegen und die drücken und dann mit dem Daumen das Rad drehen, um die ISO zu ändern, das fühlt sich irgendwie fingertechnisch, handtechnisch unnötig kompliziert an. Die Umschaltung des Kameramodus ist hier auch etwas anders gelöst. Das linke Wahlrad hat jetzt gleich mehrere Funktionen. Drückt man Modus, poppt eine Modusauswahl auf dem Display auf. Drückt man die andere Taste, dann werden die jeweiligen Funktionen auf dem Display geöffnet und dann wählt man daraus. Entriegelt man das Drehrad, kann man den Bildfolgemodus einstellen. An manche Modi kommt man aber auch nur über die Bildfolgemodus-Taste oben auf dem Rad ran. Ja, und was mir aber richtig gut gefällt, sind die beleuchteten Tasten für die Arbeit im Dunkeln, denn davon hat die Z9 deutlich mehr als die R3 und natürlich viel mehr als eine Alpha 1, denn die hat keine. Nur das kleine 4-Wege-Steuerkreuz und der etwas fummelige Joystick trüben das Bild in der Bedienung hier. Auf Videomodus umgeschaltet wird hier wie gewohnt mit einem Schalter rechts neben dem Sucher und anders als bei Sony und Canon kann man auch bei Nikon wieder per Taste am Sucher dessen Verhalten umschalten, statt immer im Menü in irgendeinen Unterpunkt rein zu müssen. In Sachen Ergonomie bietet die Z9 aber durch den anfangs erwähnten großen Body richtig viel Grifffläche. Die Hände wissen automatisch, wo sie hin müssen, haben ordentlichen Halt und das ist natürlich auch nicht ganz ohne bei diesem krassen Gewicht. Was man beim Thema Bedienung auch nicht vergessen darf, ist das Menü und sagen wir es mal so, übersichtlich ist was anderes. Und als gut sortiert kann man das überhaupt nicht bezeichnen. Klar, wenn man Nikon kennt und schon immer hatte, dann weiß man auch, wo welche Einstellungen liegen. Aber die pure Menge an Einstellungen hier gepaart mit dieser endlos langen Auflistung und Scrollings an Setting, das vermittelt zwar den Eindruck von wow, die kann aber viel. Ja, da aber durchzusteigen wird ein Akt, gerade wenn man nicht sonst mit Nikon fotografiert. Natürlich ist das alles eine Kamera für Profis. Die Profis legen sich ihre Settings auf das iMenü, auf die Tasten, auf Custom-Profile und die verbringen natürlich wenig Zeit im Menü der Kamera. Aber trotzdem sollte das schon erwähnt werden, auch wenn ich sicher an dieser Stelle wieder einiges an Hate von Nikonianern dafür abbekommen werde. Ja, okay. Und was die Z9 einzigartig macht, sind ihre Speicherkartensteckplätze. Denn auch dort gibt es richtige Innovationen und das ist auch richtig und wichtig so. Denn die Z9 ist die erste Kamera, die voll und ganz auf CF Express setzt. Es gibt zwei Typ B Steckplätze und sonst nichts. Keine Fallback-SD-Kartenmöglichkeit. Nur noch zwei ultraschnelle CF Express Typ B Kartenslots. Finde ich konsequent und man sieht an der Performance, gerade bei den Serienbildern, wozu das gut ist, denn Flaschenhals, Fehlanzeige. Und so kann man natürlich auch am besten immer alles redundant auf zwei Karten speichern, ohne eingeschränkt zu werden. Das geht bei Sony zwar auch, jedoch nur mit den deutlich teureren, kleineren CF Express Typ A Karten. Aber kommen wir mal zum Abschluss. Und dann natürlich zum Spaßfaktor und Frustfaktor. Und macht die Z9 Spaß? Was denkt ihr denn? Na klar, die macht verdammt viel Spaß. Wer mit so einer Kamera nicht so richtig seine Freude hat, der meint es mit der Fotografie einfach nicht ernst. Selbst wenn es nicht die richtige Kamera für mich ist, so ist es doch eine absolut beeindruckende Kamera, die in vielen Dingen konsequent durchgezogen wurde und umgesetzt wurde und echt beeindruckende Innovationen bietet. Wie eben den elektronischen Verschluss, dass man mechanischen Shutter komplett weglässt, die Speicherkarten und. Dafür gibt es kaum Kompromisse und richtig viele Möglichkeiten. Die Bildqualität der Z9 ist dabei beeindruckend gut, die Dynamik ist toll, der Autofokus ist ein riesiger Schritt für Nikon, wenn nicht sogar die Spitze aller neueren Kameras, auch wenn ich nicht denke, dass dieser Spot lange gehalten werden kann und vielleicht habe ich auch schon was ausprobieren dürfen, von dem ich sagen kann, dass es noch besser ist. Ja, die Geschwindigkeit ist dabei beeindruckend, die Z9 ist richtig vollgepackt mit Innovationen, mit Technik und sie ist dazu auch noch eine richtige Videowaffe mit 8K 60fps intern als RAW-Video aufgezeichnet und auch sonst alles, was man sich erträumen kann. Und durch die FTZ-Adapter kann man endlos viel Altglas adaptieren, beziehungsweise Altglas, ja DSLR-Altglas eben. Und Nikons eigenes Line-Up wird immer größer. Und kleiner Fun-Fact am Rande, Nikon ist anscheinend auch der einzige Hersteller, der verstanden hat, wie rum sich ein Fokusring drehen muss, um Sinn zu machen. Verdammt nochmal. Es gibt nicht viel zu meckern, außer vielleicht die eingeschränkten Audiomöglichkeiten. Warum ich selbst jetzt nicht zur Z9 greifen würde? Einfach aufgrund der Größe.
Für eine superschnelle Profisport- und Wildlife-Kamera ist das aber genau das Richtige. Für mich als People- und Landschaftsfotograf, der auch viel unterwegs ist, auf Reisen und viel Video macht, aber leider nicht. Ich möchte meine Kamera dann lieber problemlos in jeden Rucksack und jede Tasche bekommen. Und auch wenn Nikons Objektivauswahl mittlerweile immer weiter wächst, fehlt mir da irgendwie immer noch einiges. Ach ja, und noch ein Wort zu den Linsen, das 24-70-2.8 und 70-200-2.8, die Nikon mir mit der Kamera zur Verfügung gestellt hat, die waren optisch hervorragende Objektive. Ich würde sie mir nur in etwas kleiner und leichter wünschen, denn auch da stehen diese Standard-Zooms leider genau wie die Z9 über allen anderen, im negativen Sinne in Sachen Gewicht. Naja, auch wenn die Z9 beeindruckend ist und anscheinend seit gut fast einem Jahr durchgehend ausverkauft, so glaube ich, dass die Dinge, die die Z9 jetzt richtig gut machen, für Nikon in Zukunft noch viel wichtiger in anderen Kameras werden. Denn wenn man die bisher durch den günstigen Preis überzeugenden Z7 und Z6 Reihen mit diesem Autofokus, dieser Geschwindigkeit und diesen Video-Features erweitert, dann wird es bald richtig, richtig spannend. Und bei einem nächsten Kameravergleich würde Nikon dann ziemlich sicher nicht mehr abgeschlagen auf den dritten Platz landen. Und da bin ich doch sehr gespannt. Aber sagt mir gerne mal, was ihr von der Z9 haltet. Und ob die Kamera für euch interessant ist und ihr vielleicht sogar schon eine habt, kann ja sein. Schreibt es gerne mal da unten in die Kommentare oder schaut mal auf dem Discord-Server vorbei. Und wenn die Z9 für euch interessant ist, findet ihr natürlich Links zur Kamera unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos diesen Kanal und sorgt so wiederum dafür, dass ich weiterhin solche Videos machen kann. Ihr müsst über die Links auch keine Z9 kaufen. Nicht jeder will das, nicht jeder hat das Geld. Aber auch andere Einkäufe über diese Affiliate-Links unterstützen den Kanal. Und wenn das Video euch gefallen hat, wie immer, dann lasst gerne ein Like unter dem Video. Abonniert natürlich auch gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und drückt auf die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Alles drei zusammen macht einen riesigen Unterschied für mich im YouTube-Algorithmus und schaut auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei, würde ich mich riesig drüber freuen. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könntet, denn das war's für heute bei der Vision und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.